Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tom und Tom ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tom. Weswegen rufst du an? Ich habe also was ganz Böses gemacht und zwar habe ich meine Freundin bestohlen und betrogen. Die Freundin bestohlen unter Drogen? Betrogen. Betrogen? Geh mal ein bisschen näher an das Telefon, das klingt so irgendwie weit weg. Und also ich habe sie bestohlen und habe das Geld genommen und das tut mir unendlich leid. Sie hat mich auch angezeigt, was ich auch richtig korrekt finde. Wie viel Geld hast du denn genommen? Das sind schon einige tausend Euro. Einige tausend Euro? Ja. Unter Drogen? Welche Drogen hattest du genommen? Nee, keine Drogen. B-Drogen hatte ich gesagt. Ach so, ist alles durcheinander. Ja, verstehe. Ja. Und ich werde einfach nicht damit fertig. Wir haben ein kleines Kind von 10 Monaten. Mhm. Und den kriege ich natürlich jetzt nicht mehr zu sehen. Sie hat mich auch angezeigt, weil ich völlig für korrekt halte. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Ich habe da kurzzeitig gewohnt, also zu Besuch war ich öfters da bei dem Kleinen und ich habe da öfters geschlafen. Und da tut mir wirklich alles so leid, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Weil also sie hat jetzt quasi dich vor die Tür gesetzt und hat auch die Beziehung beendet wegen dieser Geschichte. Warum hast du das Geld genommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht. Und zwar, sie vermutet, dass ich Verlustängste hätte. Und weil ich habe schon zu viele Leute verloren. Meine Zwillingsschwester ist gestorben, mein Vater ist überfahren worden, ist gestorben. Und ich wollte nur als guter Mann da stehen und sie nur unterstützen, nur mit den falschen Mitteln. Verstehe ich nicht. Und deshalb bestiehlst du sie? Ja, ich habe sie bestohlen, weil ich halt selbst auch nicht viel Geld habe. Und ich wollte das Geld ja nicht für mich. Ich habe ja keine Partys damit gefeiert. Also mehrere tausend Euro. Wo hast du erstmal nochmal gefragt, wie bist du an das Geld gekommen? Hatte sie das in der Wohnung rumliegen? Oder? Nein, ich habe das von ihrem Konto abgeholt. Ach, du hast es auch vom Konto geplündert, sozusagen. Ja. Und das tut mir auch schrecklich leid. Das heißt, du hast irgendwie die Unterschrift auch noch gefälscht? Oder? Nein, die PIN hatte ich. Also, wie viel denn genau? Sag doch mal eine konkrete Zahl. Ein paar Tausend hast du. Da kann ich noch nichts drüber sagen, weil ich das kriege ich erst von der ihrem Anwalt zugestellt, wie viel das ist. Du weißt doch selbst, wie viel du rausgenommen hast. Ja, ich schätze 3.000, 4.000 Euro. Achso, das war nicht ein einmaliger Akt, sondern du bist immer wieder hingegangen. Ja, ja. Was hast du denn mit dem Geld gemacht? Ach, mit dem Geld, das habe ich so mit in die Familie reingesteckt, aber ich weiß nicht, wo ich die überall reingetan habe. Ich habe da mal was bezahlt. Also du hast es nicht gezielt geholt, um für dich irgendwas zu kaufen? Nein. Ich habe mir da gar nichts von gekauft. Hm. Und für mich privat jetzt. Ich habe auch keine Fäden damit gefeiert oder sowas. Hm. Aber versuch das doch mal zu erklären. Du bist ein Mann von 43 Jahren. Da musst du doch irgendwie was auch bedacht haben bei der ganzen Sache. Du hast es ja nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach gemacht. Da musst du dich doch auch beobachtet haben und darüber dir die Frage gestellt haben, warum mache ich das jetzt, was tue ich hier? Das habe ich mich auch selber manchmal gefragt. Was kam denn dabei raus? Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie einen Fehler mache, aber ich kam von dem Fehler nicht mehr zurück und ich hatte Angst, mit ihr darüber zu reden und dass sie mich dann verlässt. Und ich habe gedacht, vielleicht kommt es nicht raus. Ja, okay, aber du hast es dann ja nochmal und nochmal gemacht. Ja, das ist... Warum? Ich weiß es selbst nicht. Ich habe ihr jetzt auch versprochen, dass ich mich in Behandlung gebe. Ich weiß nicht, was mit mir los war, was mich da geritten hat. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du früher irgendwelche kriminellen Dinger gedreht schon mal? Nein. Gar nichts? Ist sie dir dann auf die Schliche gekommen oder wie ist das aufgeflogen? Ja, sie ist mir auf die Schliche gekommen. Wir waren wohl weg und dann hat sie wohl festgestellt, dass ich ihre Sparkassenkarte hatte. Ah ja. Und dann hat sie mich direkt angezeigt. Ja. Und dann kam die Polizei, die haben mich dann mitgenommen. Da habe ich auch meine Aussage gemacht und ich stehe ja auch dazu. Na gut, das ist ja das Mindeste. Wie hat sie denn, oder anders gefragt, wie war eure Beziehung vorher? Wir hatten mehr eine freundschaftliche Beziehung. Ja. Obwohl ich sehr oft bei ihr auch übernachtet habe. Und du der Vater ihres Kindes bist. Ja, richtig. Ja. Wie lange seid ihr miteinander verbandelt schon? Moment, der Kleine ist 10 Monate. Naja, die 9 Monate vorher, 2004. Naja, ich frage das so, weil ich denke, wenn die sofort
so sie so radikal reagiert, dich anzeigt und dich vor die Tür setzt, muss die ja auch schon grunderschüttert sein. Sonst würde man ja erstmal auch den Partner befragen und sagen, was ist denn hier los, und er versucht es mir zu erklären, und die hat ja dann wirklich radikal gehandelt, ne? Ja, richtig. Ich meine, das ist ja auch, finde ich auch korrekt, aber ich sag mir auch, jeder hat doch vielleicht auch nochmal eine zweite Chance verdient. Oder ist das nicht so? Das ist sicher so. Aber du machst es natürlich allen Leuten schwer, auch wenn du sagst, ich habe da immer wieder Geld vom Konto genommen und ich weiß überhaupt nicht warum, ich war nicht Herr meiner selbst. Das ist auch dann schon sehr schwer, damit umzugehen. Und das ist für sie wahrscheinlich grauselig, und für mich ist es jetzt auch, dass ich erstmal vor einem Fragezeichen stehe. Was ist da los? Ist da wirklich so eine schwere psychische Störung liegt davor, oder was oder versuchst du dich damit rauszureden? Ich weiß es nicht. Nein, ich versuche mich damit rauszureden. Ich weiß wirklich nicht, warum ich es gemacht habe. Wenn ich es wüsste, da könnte ich ja selbst darauf eingehen, aber ich weiß es nicht. Aber du kannst verstehen, dass jeder Außenstehende erstmal irritiert ist, ne? Ja, klar. Du gibst das Geld nicht für dich aus, du machst das immer wieder, du sagst, du weißt nicht warum, es war wie ein Sog oder wie eine kleine Sucht quasi, die da abgelaufen ist. Tom, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass du vor dir selbst wie vor einem Rätsel stehst und das wirklich nicht weißt, was da los ist, dann begib dich mal ganz schnell in therapeutische Hände. Dann scheint es ja irgendwas sehr Tiefgreifendes zu sein. Glaubt sie es dir denn, dass du das nicht weißt? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Das weiß ich selbst nicht. Ich habe schon wie oft gebettelt und gefleht, ob ich eine Chance kriege, weil ich liebe sie alle beide. Abgelegt. Das heißt, ihr habt noch Kontakt miteinander im Moment? Ja, klar. Ja, dann ist das doch ständig Thema, oder? Ja, klar. Klar ist das ein Thema. Sie sagt auch, warum hast du das gemacht? Ich sag dann immer, ich kann dir nicht sagen, warum ich es gemacht habe. Ich weiß es selbst. So, Tom, dann musst du was in die Waagschale werfen und musst ihr sagen, ich weiß es nicht. Und damit du mir das glaubst, begebe ich mich in ärztliche beziehungsweise psychologische Behandlung. Das ist das Einzige, was du, wie du das beweisen kannst, dass du da gehandelt hast, ohne es wirklich zu wissen, was du tust. Das habe ich ihr ja auch schon gesagt. Und? Aber ich habe sie auch schon mal gefragt, ob sie mir nicht, das ist ja jetzt ein bisschen lächerlich, finde sie das, ob sie mir nicht doch ein bisschen Unterstützung dabei geben könnte. Weil ich habe keinen, der mich da unterstützen könnte noch dazu. Und ja, das ist natürlich auch wirklich ein bisschen lächerlich. Das ist ein bisschen sehr jammerlappenmäßig, ne? Du plünderst das Konto von der Frau und dann bettelst du auch noch, hilf mir doch bitte, einen Psychologen zu finden. Das muss ich jetzt alleine schaffen. Das heißt, wir werden dir jetzt ein bisschen behilflich sein, was wir hier leisten können. Aber dann halt mal die Frau da raus. Ich glaube, du gewinnst da wieder ein bisschen Oberwasser und Respekt, wenn die merkt, okay, der nimmt das in die eigene Hand und vielleicht kommt irgendwann auch mal eine Erklärung raus bei der ganzen Sache. Ja? Ich biete dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Die kann dir noch ein paar organisatorische Ratschläge geben, was du jetzt tun solltest, und dann nimmst du das mal in die Hand, okay? Okay, Domi. Ja. Simone heißt meine Psychologin, du legst auf und die Simone ruft dich an. Ja, okay, vielen Dank. Tom, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss.